Genau, und so langsam werden ja noch immer wieder Leute eintrudeln. Ja, ich glaube, wir können starten. Ein ganz herzliches Willkommen zur fünften CL 2025 Woche. Wir sind übrigens derzeit 1126 Teilnehmende und auch heute werden wieder einige neu dabei sein. Der Einstieg ist ja in diesem MOOC auch jederzeit möglich, denn die Wochen bauen ja nicht aufeinander auf. Und wer wissen will, was bisher so passiert ist, das steht ja alles auf unserer Homepage kolon.de zum Nachlesen, Nachschauen und Nachhören auch bereit. So intensiv wie die ersten 4 Wochen waren, war es vielleicht ganz gut, dass jetzt mal eine Woche Pfingstpause war. Die ersten 4 Wochen war deshalb so intensiv, weil wir 3 Teams von Wochengestaltern hatten, die so richtig Begeisterung ausgestrahlt haben und weil wir ganz viele Teilnehmende hatten, die relativ viel diskutiert haben. Jetzt ist sicherlich es ganz gut, wenn man erholt mit voller Energie und mit viel Aufmerksamkeit jetzt in diese nächste Woche gehen kann. In der letzten Woche haben aber trotzdem einige gearbeitet. Es gab ein paar Blogbeiträge und es gab einen Beitrag von Joachim Niemeyer und Martin Lindner, die beide ein Gespräch so als Zwischenfazit gezogen haben, so auch im Sinne darauf hin, was für Informationen liegen in der Zwischenzeit schon vor, damit wir hinterher unsere Blaupause für Learning and Development im digitalen Zeitalter auch hinkriegen. Das Gespräch haben sie aufgezeichnet und auf unserer Homepage kolon.de bereitgestellt. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ich empfehle, da mal reinzuschauen. Wenn wir in dieser Woche uns um ein neues Thema kümmern, dann freut es mich ganz besonders, dass wir uns in dieser Woche um ein Thema scharen, das wir Learning Professionals bisher so ein bisschen links liegen haben lassen, nämlich um das ganze informelle Lernen, um die 90% von dem 70-20-10-Modell. Und ich freue mich, dass DNVGL dieses Modell 70-20-10 so zum Leitmotiv für ihre Learning-Anstrengungen im Unternehmen gemacht hat. Und vermute mal, dass das uns Learning Professionals auch ein paar neue Opportunities bringt, so in diesem 90%-Feld auch Dienstleistungen anzubieten. Und ich glaube, das wird also das Hauptthema dieser Woche werden. Wie können wir uns da auch positionieren? Und was macht da Sinn? Und was ist hilfreich für Lernende? Ja, und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass das Team von DNVGL, Öl und Gas muss man sagen, Svenja Kernstock und Uwe Spangler, die Vorbereitung für diese Woche übernommen haben. Ich übergebe jetzt ganz gern gleich nach Oslo, ihr beiden. Ich wünsche euch eine ganz erfolgreiche Woche und ja, viel interessante neue Inputs auch von den vielen Teilgebenden hier im CL 2.0 MOOC. Bitte sehr. Okay, danke schön. Super, danke. Ja, also wir fangen dann mal an. Wir sind sehr gespannt auf die Woche, sehr gespannt auf all das, was kommt. Und wie ihr seht, wir sind zu zweit, also ein bisschen anders als die Teams, die bisher waren. Man hat ja vielleicht eine Herausforderung, da wir in Norwegen sind, gibt es halt nicht ganz so viele deutschsprachige, die sich mit Learning and Development direkt hier im Betrieb befassen. Aber nichtsdestotrotz, wir zwei freuen uns auf die Woche und auf all das, was kommt. Und wir zwei sind Uwe Spangler. Hallo zusammen. Wir sind sozusagen die deutsche Melange. Einer aus dem Süden, wie man leicht hört wahrscheinlich, und eine eher aus dem Norden. Genau, ich bin ursprünglich aus Bielefeld und seit knapp über 10 Jahren in Norwegen, seit circa 5 Jahren bei DNVGL. Ich bin seit, jetzt werden es 4 Jahre in Norwegen und seit der Zeit eben auch bei dem VGL Öl und Gas hier. Und habe vorher auch in ganz anderen Kulturbereichen in Spanien gearbeitet, auch im Bereich multimediales Lernen. Und ich freue mich auch auf diese Woche und hoffentlich viele Diskussionen auch. Ja. Genau, gut. Unser Thema diese Woche, wie gerade eben schon gesagt, 70-20-10, Lernphilosophie, Quo Vadis. Es geht darum, erfahrungsbasiertes Lernen effizienter zu gestalten. Das wollen wir diskutieren.
Unsere Idee ist das Thema. Wir arbeiten also bei DNVGL Öl und Gas mit 70-20-10 seit circa 4-5 Jahren. Wir möchten gerne herausfordern und uns herausfordern lassen. Und in dieser Woche fangen wir jetzt erstmal an, natürlich mit heute. Wir möchten ganz kurz erklären, wer wir sind, was DNVGL macht, Öl und Gas in dem Sinne. Wir stellen 70-20-10 kurz vor. Wir haben euch schon gefragt, letzten knappen zehn Tage war eine Umfrage von uns draußen. Da haben eine Menge Leute darauf geantwortet. Darauf wollen wir eingehen. Was ist eure Meinung zu 70-20-10? Und dann wollen wir darauf eingehen, wie wir mit 70-20-10 hier in DNVGL Öl und Gas arbeiten. Letztendlich dann nachher unsere Herausforderung für die Woche. Wir haben viele Inputs im Laufe der Woche schon bereitgestellt, aber es gibt auch eine große Aufgabe, also zusätzlich zu vielen Fragen, Reflexionsaufgaben, vielen, worüber wir diskutieren können gemeinsam. Haben wir eine große Aufgabe, auf die wir nachher noch zurückkommen. Okay, dann starten wir gleich mal, wo wir herkommen, wer wir sind. Wir hatten ja schon einiges an Informationen rausgegeben. Manchmal ist es nicht ganz so einfach zu erklären, was wir eigentlich machen. Es ist immer der, ich nenne ihn immer den Oma-Test. Kannst du deiner Oma genau erklären, was wir eigentlich machen? Also nach der Fusion ist eben zwischen der Norske Veritas und der Germanische Lloyd sind wir eine der größten Schiffs- und Offshore-Klassifikationsgesellschaften weltweit. Also wir sind ein technischer Berater für Öl- und Gasindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das hört sich jetzt natürlich ganz gut an. Ich möge auch schon mal im Vorhinein ein bisschen entschuldigen, falls es ein bisschen denglisch wird, weil für uns ist es manchmal nicht ganz so einfach. Wir beide sprechen Deutsch, aber ansonsten spreche ich mit meinen Kindern Deutsch hier. Dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und wir, wie gesagt, es ist auch eine Fusion zwischen der Norske Veritas 2014 und Germanischer Lloyd, also einer deutschen Klassifikationsgesellschaft 2014 gewesen. Eigentlich ein höchst spannendes Environment, Kultur, verschiedene zusammen und so weiter. So, es macht auf jeden Fall extrem Spaß. Wir sind eine Expertenorganisation, also das ist auch noch zur Zielgruppe. Wir sind 85% aller Mitarbeiter von uns sind eben mindestens Bachelor, also höchst qualifiziert, hauptsächlich Ingenieure, die sehr kritische Anmerkungen haben. Also das ist immer auch ein sehr, sehr interessanter Bereich. Ja, hier sitzen wir, wie ihr sehen könnt, Svenja ist heute mit dem Schiff in der Früh gekommen. Wir sitzen direkt am Oslofjord. Das ist heute unsere Radiostation. Wir sitzen normalerweise ganz oben in dem höchsten Turm da irgendwo. Und das Wichtige ist eben auch, ja, die Zielgruppe habe ich schon gesagt, wir sind ein sehr wissensbasiertes Unternehmen, wissensintensiv und eben die Zielgruppe für die Experten intern. Dass es eben sehr, sehr wichtig ist, das im Augenschein zu werden. Keine Blue-Collar-Worker oder so, sondern wir sind eigentlich also außer ein paar vielleicht im Lab, aber die meisten sind eigentlich Büromitarbeiter oder halt die Surveyor, die draußen am Feld sind. Aber die haben meistens auch eben einen Ingenieurs-Background. Dann eben zu, wie wir aufgestellt sind, und das ist manchmal nicht ganz einfach zu verstehen, weil es gibt die DNVGL Group, wir sind Öl und Gas. Jede einzelne BA, also Maritime, das ist dann die Schiffsklassifikationsgesellschaft, Energy, die sind vor allem auch in Renewables unterwegs, Software, die schmieden Software für alle Bereiche so ein bisschen und eben Business Assurance, wo es mehr um diese ISO-Zertifizierungen und so weiter geht. Jeder ist da eigentlich ein bisschen eigen aufgestellt, was die L&D oder bei uns heißt Competence and Learning Department angeht. Wir bei Öl und Gas, wir sind 11 Mitarbeiter, kunterbunt, und wir kommen eigentlich eher aus dem Bereich, wenn wir 70-20-10 denken, aus dem 10er-Bereich. Wir, also eher aus der Trainingsgestaltung und Trainingsadministration, aber es geht, wie gesagt, immer mehr in die Richtung eben informelles Lernen und so. Aber wir haben auch eine ganz große Beratertätigkeit, aber da werden wir im Laufe des Vortrags heute noch ein bisschen näher drauf eingehen, was wir so alles machen. Aber es geht vor allem auch eben um Beratung, um in einzelne Regionen reinzugehen und so weiter. Mhm.
Und natürlich auch E-Learning, Compliance und so das ganze Spektrum so ein bisschen. Genau, das heißt, wir sprechen jetzt heute für unsere Arbeit von Öl und Gas. Wir arbeiten mit 70-20-10, aber auch in den anderen BAs, heißt Business Areas. Also wir arbeiten mit Maritime und mit Energy und rollen das dort auch aus mittlerweile. Und es ist auch als in dem im Strategiekonzept von der DNB GL Group verankert. Das heißt, es ist jetzt nichts, was nur von Öl und Gas kommt, aber sozusagen unsere Abteilung entwickelt hat, sage ich mal, oder wie die Art, wie wir damit umgehen, ist darüber gekommen. Wenn wir uns angucken, was sind so die Trends, Lerntrends in DNV-GL Öl und Gas, dann ist ganz klar, wir als Competence and Learning Abteilung, wir wollen nah am Business sein, nah daran, was das Unternehmen braucht. Das heißt, wir möchten Unternehmensziele unterstützen, möchten unterstützen, dass Unternehmensziele, dass die Strategie erreicht wird, um relevant zu sein natürlich. Das ist sicherlich nichts Neues. Klar, das ist kein interner Trend, das wollen alle. Aber wir haben gemerkt, dass wir ja, dass wir bei vielen Entscheidungsprozessen auch dabei sind und da in verschiedenen Bereichen auch nah dran sind. Und das ist sehr positiv, das erleben wir als positiv. Wenn es dann darauf ankommt, oder wir reden über Unternehmensziele, dann reden wir auch über, okay, was braucht eine Abteilung, was braucht eine ganze Region? Wir reden über kollektives Lernen. Das heißt, wir meinen, der Trend ist nicht, was haben wir für ein Lernangebot? Wo ist unser Portfolio in erster Linie? Sondern was brauchen viele? Und wir entwickeln was für die vielen und sorgen dafür, dass eine Abteilung zum Beispiel schnell Kompetenz entwickeln kann in bestimmten Gebieten. Dazu gehört auch die Förderung von Netzwerken. Ganz klar, dass wir da Facilitatoren sind dafür. Und Leute zusammenbringen, Abteilungen zusammenbringen. Ein Teilen und Dokumentieren von Erfolgen und Best Practice gehört dazu zwischen Regionen. Wir sind überregional, also global relativ gut verteilt, auch wenn, wie Uwe gerade eben schon zeigte, die Hauptbüros, also eins hier in der Nähe von Oslo, dann in Hamburg und viel in Europa passiert, haben wir doch viele Büros weltweit einfach. Und da ist unsere Aufgabe, oder sehen wir es als unsere Aufgabe, immer mehr, dass wir diese Erfolge, Best Practice teilen und bekannt machen für alle. Klar, was wir auch schon in den letzten Wochen besprochen haben, informelles Lernen versus formelles Lernen. Thema der Woche ganz klar, unser Fokus auf 70 und 20, Lernen am Arbeitsplatz, Lernen durch die Arbeit. Lernen über andere versus Klassenraumtraining oder Online-Training. Ganz klar, dass hier verschiedene Strömungen sind und Tendenzen sind. Digitalisierung ist ein Riesenthema für DNVGL allgemein, ist ein Riesenthema für uns als Abteilung. Und von daher ist es da, dass wir sowohl über Digitalisierung reden, wenn wir über das Mittel zum Zweck reden, aber auch über den Zweck selbst. Nämlich wir wollen über Digitalisierung lernen und mit Digitalisierung lehren. 70-20-10. Wir kommen zu einer Sache. Ihr sollt hier gleich beteiligt werden. Und viele von euch haben sich schon beteiligt. Wir haben ja, wie gesagt, vor ein paar Tagen eine Umfrage rausgegeben, wo wir mal hören wollten, wer kennt eigentlich 70-20-10, wem sagt das was, welche Assoziationen habt ihr damit, wer arbeitet vielleicht selbst damit. Und es gibt eine ganze Menge Material, was schon gepostet wurde, Diskussionen, die schon gestartet haben. Von daher wollen wir einmal ganz kurz gucken, okay, was ist 70-20-10 und wie arbeiten wir damit und euch mit reinnehmen in die Umfrage und euch gleich nochmal aktivieren. Was ist 70-20-10? Eine Lernphilosophie, die auf der Annahme basiert, dass der effektivste Mix für Lernen am Arbeitsplatz 70% über Erfahrung und arbeitsplatznahes Lernen ist, 20% über Lernen von anderen, Netzwerke, Kollegen, Mentoren und so weiter. Und 10% über traditionelle Kurse. Und das können Präsenz- oder Online-Kurse sein. Und jetzt hat es schon Diskussionen gegeben dazu, klar, wie steif ist denn das? 70, 20, 10, ist das eine Formel? Für uns ist das keine Formel. Das sind so Richtwerte ungefähr. Es sind aber auch erfahrungsbasierte Werte. Wenn man
mal guckt, was passiert eigentlich in meinem Arbeitsalltag, dann kommt das so ungefähr hin. Aber wie gesagt, wir sind da nicht, dass wir sagen, wir wollen jetzt es ist genau, es muss genau das treffen. Was für uns am wichtigsten ist, wenn wir über 70-20-10 reden, ist die Bewusstmachung über Lernen generell erstmal. Erstmal zu sagen, okay, da passiert wirklich was. Denn dass, wenn ich zum Kurs gehe, geht man davon aus, dass man was lernt. Ob man nachher noch was behält von dem, was man gelernt hat, ist eine andere Frage. Aber diese Bewusstmachung darüber, was ich im Täglichen, in meinem Tun lerne. Also zum Beispiel, wir beide sitzen jetzt hier. Das ist unsere erste MOOC-Veranstaltung. Spannend. Wow. Wir müssen uns nachher auf jeden Fall mal hinsetzen und sagen, okay, darüber reflektieren. Reflexion wird eine wichtige Aufgabe für uns sein. Gegenseitig Feedback geben. Vielleicht kommt von euch Feedback zu uns. Ja, wie ist es denn gelaufen? Also sowohl nach den einzelnen Inputs als auch am Ende der Woche sind wir gespannt, einfach zu sehen, was kommt bei unserer eigenen Reflexion raus. Damit wir auch unsere eigene Medizin nehmen, haben wir das eigentlich uns selber auch in unseren Entwicklungspläne mit reingeschrieben, für dieses Jahr das hier zu machen. Und da kann man dann schon sehen, wie das so ein bisschen laufen sollte, und das ist auch eine Geschichte. Noch eine kurze Anekdote, die mir gerade so eingefallen ist zu 70-20-10. Es ist natürlich schwierig, auch wenn man wenn es um diese Prozentzahlen geht, und manche versuchen das dann eben ganz akkurat zu machen oder was es überhaupt ist. Also eine kurze Anekdote, ich habe das letzte Mal ein Video von einem Event intern gesehen, wo ein wirklich sehr hohe Senior Management Mitglied über 70-20-10 gesprochen hat, nur damit man sieht, wie hoch, also bei uns das angesetzt ist. Er hat zwar so ein bisschen die Sachen durcheinander gebracht, weil er hat irgendwie gemeint, ja, dieses 20, das ist so im Internet lernen oder irgend sowas, aber auf jeden Fall wird darüber schon mal gesprochen. Das ist schon mal der erste Schritt sozusagen, damit es vorangeht. Ja, jetzt wollten wir eigentlich dann gleich mal in die Daten reingehen. Das ist auch so eine Methode, so eine Art Baseline zu haben. Wir haben euch befragt, wie viele arbeiten denn heute mit der 70-20-10 Lernphilosophie. Jetzt wollten wir euch mal ganz kurz fragen, machen wir einen kurzen Poll. Hoffentlich funktioniert das jetzt gleich, der müsste jetzt schon hier sein. So, genau. Bitte, was denkt ihr, wie viel haben die Befragten gesagt, wie viel arbeiten mit der 70-20-10 Lernphilosophie heute? 20, 40, 60 oder 80, damit wir noch ein bisschen mehr durcheinander kommen. Das wird jetzt hier das große Zahlenspiel, die nächsten 5 Minuten. Ich hoffe, ich bin akkurat genug, euch da durchzuführen. Man sieht hier noch Bewegung, also es gibt noch ein bisschen Platz nach oben. Aber wir haben auch gedacht, dass... In Prozent, richtig, in Prozent. In Prozent, genau. Ja, und genau, und wenn es geht, den Poll beantworten, nicht im Chat in dem Fall. Es sollte möglich sein, in Gummipunkten. Ja, absolute Anzahl. Nee. Okay, super. Ja, also wie gesagt, also jegliche Kommentare back zurück, Feedback ist natürlich immer... sehr gut. Ich werde jetzt einfach mal diesen Poll hier schnell beenden. Kann man irgendwo auf Senden klicken? Nö, das geht einfach so. Man kann es auch noch bis in der letzten Sekunde kann man sich hier nochmal umentscheiden. Das ist wie bei 1, 2 oder 3 früher. Genau, wir sagen nochmal ein paar Sekunden. Genau. Wer noch nicht den richtigen Knopf gefunden hat, kann nochmal hier rein. Okay, 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. Alles klar, und dann zeigen wir mal die Resultate. Okay, und dann können wir hier Shown to everyone. Ja. Dann sollten sie jetzt sichtbar sein. Können wir, ja. Kann das jeder sehen? Wir haben also 39% tippen auf 40, 30 jeweils auf 20 oder 60 und 2% auf 80 sichtbar. Sehr schön. Ja, okay, gut. Dann werden wir hier jetzt mal kurz wieder... genau. Wir gehen auf unsere Präsentation zurück und zeigen mal die Lösung. Ja, genau, jetzt kommt der große Trommelwirbel. Und 60, ziemlich genau 60. Also wir haben heute um 10 Uhr den Cut gemacht und 60% haben gesagt, ja, wir arbeiten mit dem. Also Gratulation an die 30%, die 60 gesagt haben. Mhm.
Das Licht. Uwe, ganz kurz zu der Umfrage. Die Umfrage ist immer noch offen. Den Link gibt es immer noch auf der Seite von uns. Und wir lassen die auch noch offen. Was wir machen werden, ist, es ist heute eine Seite für Montag freigeschaltet worden. Die posten wir am Ende noch mal kurz, dass die auch jeder findet. Da haben wir schon mal ein paar Fragen und ein bisschen Input. Auf der Seite werden wir den Link zu den Ergebnissen auch posten. Der kommt da gleich nach dieser Session direkt drauf. Das heißt, da kann jeder dann auch nochmal gucken, wie entwickelt sich das, wenn noch mehr Leute antworten. Und vor allem auch, da sind die ganzen qualitativen Sachen mit drin. Also das ist ja auch ganz spannend. Ich habe von 70-20 gehört, also da ist doch die Durchdringung relativ hoch, 85% fast. Wir haben hier die Assoziation, die wir euch gefragt haben, haben wir hier eine kurze Word Cloud gemacht, aber es ist besser, dann in den Live-Link reinzugehen. Aber es sind wirklich sehr, sehr spannende Themen schon angesprochen worden. Also die kann man auch nachher für die Diskussion wieder benutzen, also für heute dann auch noch als Anfangspunkt sozusagen. Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Also zumindest für uns hatte ich schon ein paar ganz, ganz nette Sachen rausbekommen. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, wir machen hier auch mal zwei Thesen einfach mal hin. Zum einen Pro, also das ist jetzt eigentlich wörtlich, vielleicht erkennt sich auch jemand wieder. Erlebtes Lernen ist der Weg zur Kompetenzbildung. Kurse sind lediglich Hilfsmittel, aber können nur Basiswissen vermitteln, genau. Netzwerke sind uns sehr wichtig und damit man eben in der eigenen Erfahrungswelt lernt, ja, da hätten wir auch gleich mal gesagt, ja, wir stehen vielleicht auch eher auf dieser Seite, aber ich nenne das Ganze auch so ein bisschen die unternehmerische Schizophrenie, in der wir uns manchmal so ein bisschen bewegen, oder wie heißt das auf Neuenglisch da, Ambidextry, also dass man sowohl links als auch rechts irgendwie arbeiten kann. Also Learning by Doing wird überschätzt, zwar praktizieren wir alles ständig, aber was davon ist echtes Lernen oder ist es einfach nur Zeitnot oder Ressourcennot oder man will einfach das Budget von L&D wegkürzen. Das ist ja auch so ein Bereich. Und da geht es uns natürlich bei uns dann schon ein bisschen ans Eingemachte. Also, Stichwort, wir haben eine Disruption und sägen unser eigenes Bein weg. Das macht natürlich dann nicht mehr so viel Spaß vielleicht. Ja, das wäre jetzt erstmal was wir hier von gibt es dazu spontan? Wir haben gedacht, das legen wir jetzt erstmal hier raus. Das sind zwei Kommentare. Hat spontan dazu jemand ja, pro, contra zu diesen beiden, das sind jetzt wirklich nur aus vielen Kommentaren, die kamen, zwei Punkte, aber gibt es dazu Kommentare im Chat? Wenn nicht, dann können wir auch einfach sagen, wir verlagern das Ganze dann auch heute in die Diskussion. Die hatte auch schon angefangen, habe ich gesehen. Da war ein super interessanter Artikel von Skill aus der Schweiz, aus St. Gallen, über wieso 70, 20, 10 eben nicht mehr oder eigentlich ein Problem werden kann für die. Lieber das Bein abschneiden, als es selbst von anderen zu erleben, genau. Und deswegen würde ich dann sagen, wir gehen dann einfach weiter in unsere Diskussion. Und unsere Diskussion geht jetzt da ein bisschen hin, wie unsere Reise eigentlich auch noch war. Wir haben noch gar nicht genau erklärt, was wir eigentlich so gemacht haben. Halt, Entschuldigung, ich habe noch den hier vergessen. Das soll noch nur datentechnisch das Ganze unterfüttern. Also das ist von Börsin bei Deloitte. Ist schon 2 Jahre her, aber das zeigt eigentlich ganz klar den Trend, dass On-the-Job-Training immer wichtiger wird. Aber, wie man hier auch lesen kann, das Volumen an Trainings, also an dem 10er-Bereich, also der blaue Bereich, geht ganz klar nach unten. Aber die Wichtigkeit ist nicht weg. Also das heißt nicht, dass wir überhaupt kein Training mehr brauchen, sondern wir müssen wahrscheinlich auch integriert denken. Und das ist auch manche Initiativen, die wir halt machen, wo wir versuchen, alles mit reinzubringen. Also sowohl 10er-Bereich, sowohl 20er-Bereich, sowohl 70er-Bereich, als ein holistisches Konzept, das eben anzusehen. Genau. Das heißt, wir haben wirklich, also eine ähnliche Entwicklung wie das hier, was hier gezeigt wird, haben wir bei uns gesehen, was das Volumen angeht in den letzten Jahren an formellem Lernen, Klassenraumtraining, allerdings auch Online-Training. Gerade Klassenraum ist extrem runtergegangen, Kosteneinsparungen und so weiter. Gibt es einfach
Ja, oder vielleicht entweder ist es ein genereller Trend, aber vielleicht auch, dass es der Öl- und Gasbranche gerade nicht optimal geht, ist natürlich auch eine bekannte Tatsache. Und wir sehen aber eine ähnliche Entwicklung auf jeden Fall auch direkt bei uns in DNV GL Öl und Gas und sagen, okay, unser Fokus ist deswegen auch mehr und mehr darauf, was können wir kostengünstig machen, was können wir kostengünstig anbieten und aber auch einer breiten Masse zur Verfügung stellen. Und in diesem Sinne passte dieses Thema Lernen im digitalen Zeitalter natürlich für uns perfekt, wo wir gesagt haben, das ist genau das, das ist der Schritt, den wir machen müssen. Wir arbeiten schon lange mit 70, 20, 10. Aber wie schaffen wir wirklich den Schritt zum digitalen Zeitalter? Wir haben, wie gesagt, eine längere Reise hinter uns. Auf der Seite hier sieht man unsere Broschüre zur Lernphilosophie. Wir wollen hier von Aktivitätsorientierung zur Ergebnisorientierung. Das heißt, es geht gar nicht darum, diese möglichst viele Lernangebote zu zeigen, möglichst viel, was einfach zur Verfügung gestellt wird, sondern es geht uns darum, Effekte zu dokumentieren zum Beispiel. Also zu sagen, was passiert eigentlich, wenn das, was wir als Lernangebote zur Verfügung gestellt haben, da lieber weniger zu machen, aber lieber Effekte zu dokumentieren und zu sehen, wie wird denn eigentlich das Wissen angewandt am Arbeitsplatz? Wie verändert das den Arbeitsalltag von unseren Mitarbeitern? Oder inwiefern können wir da sehen, dass wir Ziele schneller erreichen? Wie können wir das effektiv gestalten? Das heißt für uns wirklich da eher dieses nicht wie beschäftigt sind wir und wie viel machen wir, sondern was kommt nachher wirklich bei raus? Angefangen haben wir im ganz Kleinen. Und wie bei jeder Lernphilosophie, nun arbeiten einige mit 70, 20, 10. Es gibt andere, die arbeiten mit anderen Lernphilosophien. Und es wäre interessant zu hören, wer macht denn gar nichts oder wem ist das nicht bewusst? Wie geht man da eigentlich da heran? Also gerne auch in die Diskussion mit einsteigen und gebt uns ein paar Hints darüber, wie das bei euch funktioniert. Wir haben angefangen, damit einfach über 70, 20, 10 zu informieren. Einfach im Unternehmen bei uns zu erklären, was ist 70, 20, 10 eigentlich. Dann hatten wir eine längere Kampagne, wo wir gesagt haben, wir fokussieren jetzt auf das tägliche Reflektieren. Wir haben so eine Banner, wie das, was man hier hinter mir sieht, in verschiedenen Teilen des Büros aufgestellt. Wir haben kleine Blöcke gehabt, das war noch vor dem digitalen Zeitalter, als man noch auf Blöcken geschrieben hat, die aber dazu da waren, zum Reflektieren. Das heißt, den Mitarbeiter dazu aufzufordern, zu ermutigen, sich jeden Tag kurz für ein paar Minuten hinzusetzen und zu sagen, was habe ich heute gelernt? Was nehme ich mit in den kommenden Arbeitstag? Was will ich mitnehmen? Was kann ich eventuell mit anderen teilen? Und haben Gruppendiskussionen und so weiter angeregt. Im nächsten oder parallel dazu haben wir unsere Initiativen und Lernangebote in Blöcke eingeteilt, 70, 20 und 10. Das zeigen wir gleich nochmal, wie das bei uns aussieht. Und das ist auch der Punkt, wo wir sagen, das möchten wir weiterentwickeln. Wir möchten an den Punkten 70 und 20, da wollen wir weiterkommen, da wollen wir gerne mehr. Wir wollen konkrete Beispiele haben, die man praktisch umsetzen kann, die nicht so irgendwie lose in der Luft hängen. Es soll kein theoretisches Konstrukt sein, sondern wir wollen so praxisnah wie möglich sein mit dem, was wir unseren Mitarbeitern vermitteln. Dann haben wir angefangen, vor ein paar Jahren gezielt mit ausgewählten Regionen zu arbeiten. Unsere Strategie ist folgendermaßen, dass wir sagen, wir fangen mit einer Pilotregion an, lernen an dieser Region, wie wir das am besten machen können. Vermittlung von 70, 20, 10, Coaching von Managern, von den Vorgesetzten, die dann wiederum diese Strategien, dieses Wissen an ihre Mitarbeiter weitergeben und haben dann das Lernen weitergegeben an
oder in weiteren Regionen ausgerollt. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit den meisten Regionen innerhalb von den VGL Öl und Gas zusammen und wie gesagt, sind jetzt auch dabei, auch mit Maritime und Energy zu arbeiten und das sozusagen, ja, das schlägt Ringe. Hm. Im Grunde genommen geht es ja dann darum, dass irgendwie das 70-20-10 sozusagen ein Vehikel ist, mit dem wir uns auch Vertrauen geschafft haben in manchen Regionen, mit manchen in manchen Managementbereichen. Hm. Und das ist natürlich ein langfristiger Change-Management-Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Genau. Wichtig ist natürlich da, also dass sozusagen auch die Line-Manager, das ist ja, wir sind doch auch eine hierarchische Organisation bis zur gewissen Stelle. Es ist auch wichtig, dass dieser Brückenpunkt unterstützt wird. Diese Brücke sind eben die Line-Manager und diese Brücke sind eben auch, wie habe ich eigentlich, ich habe meine persönlichen Lernziele, aber was haben die eigentlich mit dem großen Ganzen zu tun? Also das hat auch was mit, auf gut Englisch, mit Sense-Making, mit dem Why zu tun. Wieso machen wir eigentlich was? Und da haben wir auch ein Tool, das ist eigentlich eher ein Personalentwicklungstool, wahrscheinlich würde ich das nennen, oder das eben diese Brücke schließt zwischen der persönlichen Zielsetzung, wo will ich mich entwickeln, und da sollte natürlich ein Overlap sein, das sollte natürlich irgendwie ein Venn-Diagramm sein, und dem, was unsere Abteilung will oder dann eben die gesamte, das Unternehmen. Und wir haben diese Unit Competence Action Plans, das dann eben diese Line of Sight, also dass ich von meiner individuellen Geschichte. Was hat das mit dem zu tun? Also ein Beispiel wäre jetzt hier, wenn ich sagen könnte, ja, ich bin schwer davon überzeugt, dass eine Lerninitiative wie ein MOOC, also so ein Container wie hier, in unserem Unternehmen, wir sind vielleicht noch nicht ganz reif dafür, aber vielleicht in einem Jahr dafür reif sind. Deswegen entwickle ich mich da weiter, ich versuche das zu machen. Wie kann ich das dann eben auf das Unternehmen, also in die Unternehmensstrategie, die ja Digitalisierung heißt, auch das Lernen sollte noch digitalisierter werden, umsetzen. Das wäre zum Beispiel so ein Bereich, wo ich sage, ich habe hier eine Line of Sight. Okay, und dann haben wir natürlich diese verschiedenen Angebote. Also das steht auch hier hinten drauf auf unserem Flyer oder auf unserem Roll-Up hier. Das sind hier die verschiedenen Lernangebote. Und hier wollen wir auch ansetzen. Und ich habe vorher im Chat so ein bisschen mit einem halben Auge so durchgelesen, dass, ja, das kann man ja nicht wirklich komplett rausnehmen aus dem Kontext. Ja, das stimmt natürlich. Also das ist auch eine der Herausforderungen, denke ich mal. Aber zumindest unsere Gedanken gehen in die Richtung, dass wir sagen, wir haben hier eine Art Toolbox und die soll eben diesem gesamten 70-20-10-Vehikel selbstbestimmter, reflektierter zu arbeiten, helfen. Und wo kann man hier noch ansetzen? Wo kann man die Schraube noch ein bisschen näher drehen? Wir werden auch im Laufe der Woche eben dann hier zwei Beispiele vorstellen. Zwei kleine oder größere, also kommt darauf an, wie man es sehen will. Eines ist der Knowledge Booster in dem 70er Bereich und eines ist der Knowledge Transfer Meeting in dem 20er Bereich. Also es wird Dienstag, Mittwoch wird es darum ein bisschen gehen und wir wollen dann auch eben darüber diskutieren, welche anderen Methoden, Tools oder sonst irgendwas wir noch machen könnten, um das eben strukturierter zu machen. Wir wollen nicht so viel auf den Zehner, das haben wir auch schon gemacht, oder das machen wir eigentlich schon lange. Aber natürlich, also wir wollen es sozusagen auseinanderhalten, aber wollen auch nicht das Ganze aus der Sicht lassen. Also das ist so ein, was ich vorher schon so ein bisschen beschrieben habe, so ein bisschen diese unternehmerische Unterschiedlichkeit, Schizophrenie ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber in dem Bereich, den wir uns eben bewegen. Mhm. Ja. Wenn wir also darüber reden, jetzt, ich gehe noch einmal ganz kurz zurück, das sozusagen als ein Teil des Lernangebots oder als, ich sag mal, die Palette, die wir jetzt veröffentlicht haben, da wo wir sagen, okay, da liegt ein Kursportfolio mit Online-Kursen, Präsenzkursen und so weiter, da liegt eine ganze Menge mehr, was wir anbieten. Was wir darüber hinaus gemacht haben, jetzt wenn man sagt 70-20-10, wie funktioniert das in der Praxis bei uns? Wir haben natürlich nicht einfach nur darüber informiert und coachen Abteilungen in verschiedenen Regionen. Ganz praktisch sieht es so aus, dass wir wie die meisten Unternehmen ein
ein Werkzeug haben zur Mitarbeiterbefragung. Es gibt in der Regel ein Zielsetzungsgespräch am Anfang des Jahres und dann mindestens zwei weitere Gespräche im Laufe des Jahres. Aber in den meisten Fällen hat man mit seinem Vorgesetzten häufiger Gespräche. Das variiert ein bisschen, je nachdem, in welcher Abteilung man sitzt. Wir benutzen aber für unsere Zielsetzung ein Werkzeug, wo wir unsere Ziele eintragen. Wir haben dazu ergänzt, und zwar für ganz DNVGL, etwas, was der IDP, Individual Development Plan, ist. Das heißt, ein Angestellter wird also seine Zielsetzung dort eintragen. Was möchte ich in den nächsten 3 bis 5 Jahren erreichen? Wo will ich hin? Und daraus resultieren dann verschiedene Entwicklungsziele. Und das kann sein, dass man sagt, mein Ziel ist es, die Abteilung zu wechseln. Und das ist okay. Wir ermutigen Angestellte dazu, zwischen Abteilungen oder auch zwischen Business Areas zu wechseln. Also jemand für Öl und Gas kann zum Maritim und vice versa wechseln. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Aber in der Regel ist es natürlich so, dass ich als Angestellter besser werden will auf dem Gebiet, auf dem ich heute arbeite. Das heißt, ein Lernziel soll erstellt werden, das so konkret wie möglich ist, das möglichst beschreiben soll, was ich machen möchte und was ich erreichen möchte, was ich machen können will, wenn ich das Ziel erreicht habe. Das ist zeitlich begrenzt. Das heißt, ich gebe an, im Laufe der nächsten 1, 2 oder 3 Jahre ist das, was ich durchführen möchte, und ist möglichst eingeteilt in verschiedene Meilensteine, die ich erreichen kann zwischendurch. Das heißt, welche Schritte führen mich zu diesem Ziel? Und da haben wir in diesem Werkzeug das eingeteilt auch wieder in 70-20-10. Das heißt, wir sagen, wir möchten, dass jeder Angestellte da 70er Aktivitäten einträgt, 20er Aktivitäten und formelles Training, 10er Aktivitäten. Das heißt auch, hier wird es nochmal deutlich, das wird nicht weniger wichtig mit formellen Kursen, aber es muss mindestens auch 70 und 20er Aktivitäten sein, weil wir einfach sehen, die Realität ist nun mal so, dass wir mehr durch arbeitsplatznahes Lernen lernen. Hm. Und jetzt kann man fragen, okay, und warum das Ganze? Das kostet ja auch Zeit. Wir haben die Erfahrung und glauben, dass wir je strukturierter wir an ein Lernziel rangehen und je detaillierter wir dieses Lernziel beschreiben oder Meilensteine, Schritte dorthin aufschreiben, desto realistischer ist es, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Und wenn das Ziel erreicht wird, und wie Uwe gerade eben in der Line of Sight in diesem Prinzip beschrieben hat, heißt es, das Individuum erreicht ein Lernziel. Das führt dazu, dass Kompetenz in der Abteilung gebildet wird und dass wir dann wiederum ein Ziel der Abteilung oder letztendlich des Unternehmens erreichen können. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass diese konkret sind, spezifisch sind, erreichbar sind, dokumentierbar sind und auch nachvollziehbar sind. Ich habe mal kurz zwei Anmerkungen gehabt. Also muss ich immer allen Bereichen etwas angeben. Ich meine, müssen, muss man eigentlich nicht. Aber eine unserer Aufgaben ist eben, zu helfen. Und da hilft ist eben der zweite Kommentar sehr gut von Margit. Die IDP kann ich nur bestätigen, dass es eine Struktur zwar viel Zeit kostet, die sich aber im Nachhinein rentiert. Und genau das ist unsere Denkweise auch. Ja. Das heißt, je mehr man etwas plant und reflektiert, das wurde ja vorher auch schon im Chat so ein bisschen durchdiskutiert, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass da hinten auch was Vernünftiges dabei rauskommt. Weil es genauso, wenn ich mich auf eine Präsentation vorbereite und mache, das wird schon irgendwie, dann ist es meistens ein bisschen schwieriger. Sondern je mehr ich Zeit reinstecke, desto mehr kommt hinten dabei auch irgendwie raus. Das ist, glaube ich, so eine allgemeine Geschichte immer bei, wenn es um Bildung oder was geht. Aber es ist natürlich schwierig, das immer umzusetzen. Deswegen, also einige Sachen, die wir halt
rumgestalten ist dann auch so Beratung. Wir haben auch zum Beispiel, wir haben Challenge gemacht, die beste IDP der Firma, da konnte man dann einreichen, damit das auch wirklich Smart Goals sind, genau. Wo dann auch der Line Manager sagt, ja, das ist wirklich ein toller Mitarbeiter, der das auch wirklich nach vorne bringt. Wir machen auch Webinars außenrum, wo wir den Leuten so ein bisschen helfen, wie wir solche Ziele setzen können. Also da entsteht so eine Beratungsbubble irgendwie so ein bisschen rum. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, muss jeder Bereich abgedeckt sein? Wir empfehlen das, ja, also ganz klar sagen wir, und jetzt hat Steffen gerade eben geschrieben, dass es nicht immer ein man muss nicht immer ein formelles Training durchlaufen. Und ja, wir sehen das, dass vielleicht das der Punkt noch der ist, der am ehesten wegfällt. Der Zehnerbereich, weil wir nicht immer einen Kurs zur Verfügung haben, der passt. Und in dem Fall sagen wir, okay, 70-20 ist das Wichtigste. Idealerweise können wir das aber auch unterfüttern mit 10%. Wir haben während der Ottobock-Woche gab es irgendwie eine Seitendiskussion, wie viel Zeit hat man denn eigentlich in seinem Unternehmen für Training? Also darf ich eigentlich jedes Jahr einfach zu einem Kurs gehen? Das kostet wenigstens meine Arbeitszeit. Auch da wird das ja unterschiedlich gehandhabt. Bei uns ist das geregelt und ist natürlich immer in Absprache mit dem Vorgesetzten. Aber wir empfehlen, wie gesagt, dass das alle Blöcke ausgefüllt sind, wenigstens 70 und 20. Und zu der Zehner, das ist auch immer eine Definitionsfrage. Also wir sagen auch, dass zum Beispiel, also ein Buch lesen ist im Grunde genommen auch ein Zehnerbereich, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ja eigentlich ein formelles Angebot oder ich kann auch einen Artikel lesen. Also ich kann, keine Ahnung, oder diese Fachzeitschrift lesen. Also und das dann eben mal, also es ist immer ein Überlernziel. Ich will mit dem das und das erreichen und dann versuche ich eben diesen Container 70, 20, 10 sozusagen aufzufüllen. Also es ist eigentlich nur der Weg dazu. Noch einmal ganz kurz zurück. Bitte. Es kamen nochmal zwei Fragen, die ganz interessant sind. Schreiben die Mitarbeiter, Lerner ihren Entwicklungsplan selbst? Ja, die schreiben ihn selbst. Der wird mit dem Vorgesetzten dann während des Mitarbeitergesprächs oder der Mitarbeitergespräche, muss man eigentlich sagen, bestätigt. Das heißt, was letztendlich da steht, ist dann auch vom Vorgesetzten genehmigt, sage ich mal. Und dann variiert man das. Das ist also kein Dokument, was am Anfang des Jahres geschrieben wird und dann lässt man das so stehen, sondern das ist ein dynamisches Work in Progress, also ein dynamisches Dokument. Von daher, aber es ist der Angestellte, der dafür verantwortlich ist in erster Linie. Dann wobei da würde ich dann auch wieder sagen, das sind natürlich ein hochglobalen Unternehmen, auch wahrscheinlich kulturell, wieder sehr unterschiedlich, weil ich gehe mal davon aus, dass in anderen Kulturgegenden ist eine andere Herangehensweise dann wieder ein bisschen, aber eigentlich also von unserer Seite sollte es im Diskurs genau. Ja. Nächste Frage hier, wie viel Budget investiert ihr in den 70, 20 und in die 10? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben ein Budget für... es gibt ein Überprojekt dafür. Ja, also wenn wir sagen jetzt, okay, wir gehen in die Region für unseren Beratungsjob, sage ich mal, da haben wir ein Budget für. Aber das ist natürlich nicht das, was wirklich an Training läuft. Was wir grundsätzlich sagen, ist, dass jeder Angestellte 40 Stunden im Jahr, also frei zur Verfügung, die zur Eigenentwicklung sind, aber damit kann ich eine Woche auf einen Kurs gehen und das war's. Wenn wir über 70, 20 reden, das geht natürlich darüber hinaus. Das heißt, das ist schwierig zu sagen. Das hängt sehr von den einzelnen Mitarbeitern ab und darüber, was wird denn eigentlich als Lernen hier festgehalten und wie bewusst, unbewusst. Ja, die Frage zum Verhältnis, also es ist schon ein großer Block, aber genaue Zahlen können wir jetzt, glaube ich, nicht geben, aber es ist schon, ist schon was. Ja, genau. Noch eine Frage von Steffen. Wir werden die Entwicklungsziele der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen abgestimmt und das läuft, genau, da kommen wir jetzt gleich drauf zu. Dann gehe ich mal ganz kurz erstmal weiter. Was wir also machen, unsere Abteilung, ist, wir beraten
Wir haben also unter anderem Webinare für Mitarbeiter, für Vorgesetzte, beraten darüber, wie sieht ein guter Entwicklungsplan aus, wie erreicht man am besten seine Ziele, wie erreichen wir am besten Ergebnisse. Wir führen von ausgewählten Regionen eine halbjährliche Analyse dieser Entwicklungspläne durch. Das heißt, wir gucken uns an, sind zu 70, 20 und 10 gute Meilensteine gesetzt? Sind Schritte vorhanden, die relevant sind, die wichtig sind? Passt das zu den Unternehmenszielen? Das heißt, ist das hier auch gemessen an dem, was wir als Unternehmen wollen, was eine Abteilung will, stimmen die Unternehmen, die einzelnen persönlichen Entwicklungsziele. Und das wird bewertet. Jetzt sieht man hier Farben, grün, gelb und rot. Grün sind die, die super sind. Gelb haben leichtes Verbesserungspotenzial. Die müssten irgendwie ein bisschen was machen, damit sie grün werden. Rot ist, das sind schlechte Ziele. Jetzt sieht man hier ein Beispiel. Letztes Jahr im Herbst 2016 haben wir hier eine Abteilung von einer Abteilung gesammelt, die Entwicklungspläne aller Mitarbeiter analysiert, bewertet und haben das Gleiche nochmal in diesem Frühjahr gemacht, nachdem wir zwischenzeitlich eine Beratung durchgeführt haben für die Vorgesetzten und sehen, es gibt eine Verbesserung. Das sehen wir in allen Regionen, mit denen wir arbeiten. Das hier ist viel Arbeit, es ist viel manuelle Arbeit, diese Analyse durchzuführen. Aber für ausgewählte Regionen sehen wir, es hat einen großen Effekt darauf, wie gut die Entwicklungspläne sind und auch wie gut Kompetenz aufgebaut wird in den Abteilungen. Dann wird sozusagen zurückgecoacht dann auch wieder zu den Managern und so. Genau, richtig. Und wenn wir uns die nächste Seite angucken, da sehen wir, wir coachen besonders Manager darin, diese Unit Competence Action Plans, die sozusagen dieser Zwischenblock bei der Line of Sight sind, zu schreiben. Hier haben wir ein Beispiel. Es gibt Offshore-Floater, Kenntnisse, Wissen, wo wir Kompetenz bauen müssen. Das gehört zum Punkt 3.2.1 im Jahresplan der Abteilung, also in der Zielsetzung der Abteilung. Und die Abteilung hier hat gesagt, wir brauchen, um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir mehr Kompetenz in diesem Bereich. Und haben sich gezielt hier Mitarbeiter rausgesucht, die geschult werden sollen und die bestimmte Aktivitäten durchlaufen sollen, damit das Ziel erreicht werden kann. Das heißt, die ganze Abteilung, das ist die Verbindung zu den Unternehmenszielen, zu den Abteilungszielen, zum Jahresplan, dass die Abteilung, der Vorgesetzte sich hinsetzt und sagt, was brauchen wir? Und dann guckt man bei den individuellen Zielen des Mitarbeiters, guckt man, okay, wie passt das zusammen mit den Abteilungskompetenzzielen und sieht dann, okay, wo überlappt es und wo kann ich hier Mitarbeiter schulen. Genau, soweit erstmal dieses zu, das ist das, was wir mit Mitarbeitern und also Vorgesetzten und Mitarbeitern direkt machen. Auf die Art arbeiten wir mit 70, 20, 10 und wir haben gesehen, dass es erstens ein großes Interesse gibt für 70, 20, 10 in den verschiedenen Regionen, dass wir eine positive Resonanz haben bei uns in der Firma und dass wir Fortschritte sehen bei denen, mit denen wir, die wir beratend unterstützen und einfach auch sehen, okay, hier passiert wirklich was, auch auf der anderen Seite, wenn es dann um Resultate geht. Und von daher ist das so, diese Arbeit hier, die wir jetzt ja schon seit einigen Jahren machen, da versuchen wir das so konkret wie möglich zu halten, als wo wir sagen, unsere Aktivitäten sollen nicht irgendwie, wir wollen nicht theoretisch philosophieren, sondern wir wollen konkrete Beispiele haben und wirklich spezifische Aktivitäten da ansetzen, wo sie sinnvoll sind und haben die Rückmeldung auch vom Top-Management, das hier ist relevant für uns, die wir wirklich darauf angewiesen sind, dass unsere Mitarbeiter die richtige Kompetenz an den Kunden bringen. Das war jetzt sozusagen diese ganze Journey, die wir gemacht haben. Die IDPs sind sehr transparent. Wie ist die Akzeptanz
Wie viele machen freiwillig mit? Das war noch eine kurze Frage hier. Also Ja. wir steigen schon ein bisschen in die Question-and-Answer-Geschichte ein. Das haben wir eigentlich ein bisschen anders geplant, aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Das ist Zeichen, okay. dass es schon losgeht. Nur mal ganz kurz nochmal zum Verständnis. Die Pläne sind transparent, ja, aber nur der Mitarbeiter und sein Vorgesetzter kann sie einsehen. Wir als HR-Abteilung, als Learning und Development haben Zugriff darauf, für die, die wir beraten. Das heißt, also Uwe kann jetzt nicht einfach meinen Plan einsehen. So transparent ist es nicht. Aber wir wollen eine Kultur der Transparenz und deswegen hat unsere Abteilung zum Beispiel sich entschieden, hey, wir reden da offen drüber, welche Lernziele wir haben, denn Uwe und Genau. ich haben herausgefunden, wir können ja auch was gemeinsam machen und uns gegenseitig dabei unterstützen und uns Feedback geben. Von daher, ich denke, die Akzeptanz ist groß. Wie viele Mitarbeiter machen mit? Fast alle, also zumindest bei Öl und Gas, wo wir jetzt so die Zahlen haben, wer einen Plan hat und wer nicht, gibt es sehr wenige, die keinen haben. Ja, das kann man vielleicht einfach so sagen. Ich glaube, da gibt es auch nur manchmal so Pockets, auch aufgrund des Mergers, also die sind vorher schon ein paar Mal gemerged worden. Da gibt es verschiedene Subkulturen, die sich da noch ein bisschen halten, sozusagen. Das ist natürlich ein langfristiger Prozess, aber ja, das ist Ja. schwierig zu sagen. Aber jetzt, okay, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit, da wir schon mit die Q&A auch gemacht haben. Also das passt ganz gut, glaube ich. Die Herausforderung, die wir euch eigentlich stellen oder uns insgesamt als Gruppe hier ist auch, was wir sehen, wir haben schon einiges gemacht, da ist einiges an Gedankengut dahinter. Wir würden gerne auch Feedback haben, was ihr davon haltet. Und wir würden vor allem diese Herausforderung sehen, wie kann man eben dieses Arbeitsplatznahe, also die 90, die 70 plus 20, noch systematischer, strukturierter gestalten, fördern und auch ein ganz großer Bereich eventuell digitalisieren, mit mehr digitalen Medien unterstützen. Das ist wirklich eine offene Frage. Also es ist nicht so, dass wir versuchen, einige Beispiele zu zeigen. Also wie gesagt, morgen und übermorgen dann. Ganz kurze haben wir 5 Minuten Knowledge Bytes, nennen wir die, also einfach nur kurz besprochen. Die werden nicht live sein, sondern das ist einfach nur eine aus der Dose. Und wir suchen dann eben Erfahrungsbeispiele aus der Praxis. Also das wäre toll. Also wenn wir wirklich von euch auch welche hätten, das wäre wirklich toll. Hat was gut funktioniert? Vielleicht hat auch etwas nicht so toll funktioniert. Und dann, ja, die Toolbox spricht der Simon gerade an. Das ist eigentlich das Ziel. Das ist eigentlich so eine Sache, wo wir sagen wollen, ja, wir wollten so eine Art Toolbox daraus erstellen. Ich habe jetzt auch noch mal so kurz reflektiert. Wir hatten ja auch in einer der vorherigen Diskussionen gab es auch dieses riesen Mindmap mit den verschiedenen Methoden. Das könnte auch ein Anknüpfungspunkt sein. Also wir könnten auch manche daraus benutzen und dann am Donnerstag ist eigentlich dann das Thema, dass wir das alles zusammenfassen. Wir haben eine Google Form dafür gemacht auch. Da kann man dann alle reinschreiben, kurz beschreiben. Vielleicht auch ein paar Texte dazu machen. Ist es mehr informell? Ist es mehr formell? Da können wir auch sehr kreativ sein, auch wenn ihr andere Möglichkeiten habt. Meine oder unsere Idee ist, dass wir einfach dann so am Ende des Tages in dieser Google Docs-Geschichte haben wir ein großes Spreadsheet, auf dem wir dann einfach, das wir dann mit euch dann auch teilen werden sofort. Jeder kann darauf zugreifen, wir können es bearbeiten und wir haben eine gemeinsame Diskussionsgrundlage und machen das Ganze auch ein bisschen tangibler. Hoffentlich habt ihr jetzt so ein bisschen verstanden, wie unsere Philosophie hinter dem 70-20-10 ist. Also es ist auch nicht so, obwohl wir aus dem Ingenieurbereich kommen, es ist nicht sehr zu statisch, hoffentlich. Eine Frage kam gerade dazu. 70 arbeitsplatznahes Lernen ist verständlich, aber wie das dann, ob das nicht ein Spannungsfeld ist, zu systematisch strukturiert und so weiter. Ich denke nicht, denn die Frage ist ja, wie bei der Kontrathese, die wir vorhin angesprochen haben, wie viel ist vielleicht zufällig oder einfach nur aus der Not heraus 70%, also dieses arbeitsplatznahe Lernen. Okay, ich muss einfach, weil mir jemand fehlt, der mir das erklären kann oder ich keinen Kurs finde.
Uns geht es hier dabei darum, um das Bewusstmachung, also etwas, was dokumentierbar ist. Vielleicht wird das klarer, wenn wir tatsächlich in der Woche noch die Beispiele zeigen, mit denen wir heute arbeiten. Wir können einmal ganz kurz auf die Woche gucken. Jetzt schließen wir gleich die Live-Session ab in ein paar Minuten. Wir haben dann eine Seite, kannst du eventuell den Link, haben wir den zu der Montagsseite, die schon freigeschaltet ist? Sonst machen wir das gleich nochmal. Da gibt es auf jeden Fall eine Seite, die schon für den Montag freigeschaltet ist jetzt, wo wir ein paar Diskussionsthemen haben. Dann morgen wird eine Seite freigeschaltet, die den Fokus auf die 70% hat, wo wir ein Beispiel vorstellen, wie gesagt, in einem Kurzvideo, mit Fragen zur Reflexion und zur Diskussion. Am Mittwoch gibt es eine Seite, die freigeschaltet wird mit Fokus auf die 20, wo wir unser Beispiel zeigen, genauso. Und am Donnerstag haben wir die Seite, wo unsere Herausforderung, also wirklich, wo ihr dann eure Inputs geben könnt und sagen könnt, hey, hier sind unsere Beispiele, die entweder in den 70er oder in den 20er Bereich passen und die ihr dann auch hoffentlich ebenso konkret beschreiben könnt, wie wir das mit unseren beiden Beispielen versucht haben. Am Freitag dann wieder von 13 bis 14 Uhr unsere Live-Session. Da wollen wir dann die Highlights durchgehen und zeigen, das, was wir diese Woche gelernt haben, das, was ja, häufig in den Diskussionen vorkam. Ja, und dann einfach aufgreifen, was wir gemacht haben diese Woche. Okay. Uwe, hast du noch, gibt es noch irgendwelche Fragen, die wir vergessen haben? Wir haben gedacht, wir haben hier unsere E-Mail-Adressen einmal mit auf der Seite für den Fall, dass jemand sagt, hey, wir haben ganz konkret noch Fragen, die direkt an euch besser gestellt sind. Dann nehmt einfach Kontakt mit uns auf direkt. Ansonsten werden wir versuchen, bei allen Diskussionen mitzuverfolgen, was gesagt wird. Ja. Okay, ja, ich sehe hier schon ein paar sehr kritische Anmerkungen auch, das ist gut. Dann kann die Diskussion gleich nachher ins Forum übertragen werden, denke ich mal, weil wir haben jetzt hier nicht mehr 4 Minuten noch. Genau, Karl-Heinz, hast du noch? Ihr habt ja sehr schön alle Fragen aus dem Chat schon immer beantwortet. Ich glaube, da sind gar keine mehr übrig. Letzte Frage war jetzt hier noch nach einem Hashtag. Bitte verwendet einfach den Hashtag CL2025. Den sollten wir in dem gesamten MOOC verwenden und ihn jetzt nicht ändern. Ja, schönen Dank euch beiden für eure eindrucksvolle Vorstellung dessen, was ihr tut. Und es macht richtig Lust, in dieser Woche aktiv mitzumachen. Ich will den anderen noch mal kurz sagen, ihr kennt ja alle unsere Diskussionsplattformen, die wir immer wieder veröffentlichen, aber ihr habt euch ja fast einhellig für Discuss entschieden. Das ist auch gut so. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Google Plus, Facebook, LinkedIn und Xing werden von euch ein wenig links liegen gelassen im Moment. Macht es natürlich auch einfacher, wenn alle auf Discuss diskutieren. Anders ist es wohl bei Twitter. Da twittern doch etliche Leute. Aber es könnten meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr sein, denn Twitter ist ja unser Hauptinfokanal, unser schneller Hauptinfokanal. Und für all diejenigen, die sich's vorgenommen haben, aber noch nicht realisiert haben, steigt einfach in Twitter ein. Es lohnt sich auch gerade in diesem CL 2025. Und wer Anregungen braucht, wie es geht, wir haben ja in der ersten Woche eine sehr ausführliche Twitter-Einführung gehabt. Die steht im Netz unter Auftaktwoche findet ihr das als Video und auch als Podcast. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viele neue Ideen, viele hilfreiche Kontakte in dieser DNVGL-Woche und ja, weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns spätestens am Freitag hier an gleicher Stelle wieder. Ja, Genau, vielen Dank. super. Danke und dann freuen wir uns auf die Diskussion. Ja, zurück ins Funkhaus.